Sennheiser verkauft tatsächlich seine Konsumersparte. Das heißt Kopfhörer und auch unsere geliebte Ambio Soundbar. Was bedeutet das? Wie geht's weiter? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Herzlich willkommen im Heimkinderraum Club. Ich bin der Christian. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Der Sennheiser hat an die Firma, an die Schweizer Firma Sonova, die Konsumersparte verkauft, sprich die Kopfhörer und auch die Soundbars, also Ambio Soundbar. Sonova ist eine Schweizer Firma, die eigentlich Hörgeräte und andere medizinische Hörinstrumente herstellt. Und mit dieser Firma hat sich Sennheiser also geeinigt. Ich meine, 200 Millionen war die Summe, die da über den Tisch ging. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es da bestimmte Synergien geben wird, gerade was dieses Thema Hörgeräte und auch breite Zugangsmöglichkeiten für Hörgeräte betrifft. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sowas auch in naher Zukunft auch in einem Elektrofachmarkt vielleicht finden wird und nicht nur beim Hörgeräteakustiker, aber darum geht es uns ja eigentlich gar nicht, sondern uns geht es ja eigentlich vielmehr um die Soundbars. Die Ambio Soundbar, das ist natürlich für uns schon ja, die absolute Waffe für guten Sound ohne sichtbare Lautsprecher. Also eine Soundbar, die es wirklich geschafft hat, einen tollen Stereo-Sound abzubilden und sogar Dolby Atmos in den Wohnraum zu bringen, ohne dass man eben gleich so viele Lautsprecher aufstellen musste. Also für uns ein ganz wichtiger Lösungsbaustein für ein Heimkino. Und hier kann ich schon mal eine erste Entwarnung geben. Es ändert sich also dieses Jahr noch überhaupt nichts, was die Versorgung und den Vertrieb und so weiter betrifft. Das heißt, man kann also noch weiterhin diese tolle Soundbar kaufen. Die werden wir natürlich auch noch weiter in unserem Portfolio haben. Die wollen wir auch auf gar keinen Fall hergeben. Ja, und danach, wenn der Verkauf dann Ende des Jahres komplett über die Bühne gegangen ist, dann rechne ich eigentlich damit, dass die Soundbar weiter unter dem Namen Sennheiser vermarktet und vertrieben wird. Denn die Firma Sonova hat uneingeschränkte Nutzungsrechte, Markennutzungsrechte bekommen für diese Produkte. Es steht halt nur ein anderer Hersteller dahinter, aber da wird wahrscheinlich trotzdem noch Sennheiser draufstehen. Und wenn man jetzt also, ich habe jetzt also mal meine Fühler ausgestreckt Richtung Industrie, noch ein bisschen recherchiert, und wenn ich da so zwischen den Zeilen das richtig deute, dann sieht man eigentlich, dass Sennheiser in den letzten Jahren dieses Konsumerthema eigentlich ein bisschen konservativ angegangen ist. Das heißt, ja, unser Konsumermarkt, auch der Heimkinomarkt, der ändert sich ja sehr, sehr schnell. Es kommen also ständig neue Innovationen. Man muss sich ständig anpassen, neu erfinden. Und Sennheiser ist ja doch ein sehr solides, vielleicht etwas konservativeres Unternehmen, das nicht ganz so schnell reagiert, wie es manch andere asiatische Marktteilnehmer tun. Also nehmen wir mal als Beispiel wie schnell so ein True Wireless Kopfhörer in den Markt gekommen ist und schnell von vielen Herstellern verfügbar war. Neue Bluetooth-Technologien, neue Akku-Technologien etc. Da war Sennheiser immer so ein bisschen vielleicht nicht der Allerschnellste. Und Sonova wird da, glaube ich, mehr Fokus drauf legen. Also das, was bei Sennheiser oft so langsam mit weniger Fokus gemacht wurde, hoffe ich mir, dass das in Zukunft wesentlich besser geht. Also schnellere Innovationen, eine bessere Entwicklung von Produkten. Und was die Ambio Soundbar betrifft, hoffe ich, ne, hat man schon was munkeln hören, ich hoffe, dass wir zwar nicht in diesem Jahr, aber vielleicht sogar schon im nächsten Jahr noch weitere Modelle bekommen werden. Das heißt, da hat man dann vielleicht sogar eine Auswahl. Sogar eine bisschen kompaktere Soundbar könnte ich mir vorstellen und nochmal eine gleichwertige oder hochwertigere Soundbar aus dem Hause Sennheiser bzw. Sonova. Da bin ich also sehr gespannt. Man hört auf jeden Fall raus, dass da weiter dran gearbeitet wird und nicht nur
weitergemacht wird, sondern entwickelt wird. Man schaut also in die Zukunft und jetzt vorausblickend auf die nächsten Jahre, ja, ist hier eigentlich ein positiver Trend zu sehen. Und das stimmt uns entsprechend auch positiv. Wir sind also froh, dass wir so eine tolle Soundbar im Programm haben für euch. Und und ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen. Wenn ihr euch für so eine Soundbar interessiert, kommt gerne vorbei zu uns in den Heimkinoraum und hört das selbst mal rein. Das ist was, was sich definitiv lohnt, wenn man mit so einem Gedanken spielt, eine Soundbar sich anzuschaffen. Und das kann man jetzt auch wirklich mit einem guten Gewissen machen, auch wenn die Nachricht vielleicht erstmal negativ klingt, dass Sennheiser diese Sparte veräußert. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wie gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir bitte gerne ein Like da. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr auch beim nächsten Video up to date seid und keins verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.